Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zur Pressekonferenz von unserem nächsten Meisterschaftsspiel. Es geht für uns wieder in den Osten und zwar am Sonntag, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, auch das erste Sonntagsspiel in dieser Saison beim FSV Zwickau, der zuletzt auch sehr erfolgreich unterwegs war. Anstoß dort vor Ort ist um 14 Uhr. Vielleicht noch einige Hinweise zum Spiel. Wir gehen davon aus, dass ungefähr 350 Fans aus Paderborn zum Auswärtsspiel anreisen werden. Die Tageskassen öffnen 90 Minuten vor dem Spiel. Stehplatz- und auch Sitzplatzkarten sind in ausreichender Anzahl vor Ort verfügbar, sodass man sich auch kurzfristig für eine Fahrt entscheiden kann. Kommen wir zum sportlichen Teil, den wichtigeren Dingen. Bitte, Steffen, deine Vorschau auf das Spiel. Ja, hallo. Auf die Vorschau ist immer interessant zu sagen. Ich glaube, wir treffen in Zwickau auf einen Gegner, der sich gefangen hat, der jetzt in den letzten 4 Spielen verdiente 10 Punkte geholt hat, die sich in ihrer ganzen Performance stabilisiert hat. Zwickau ist eine Mannschaft, und wir kennen sie noch aus dem letzten Jahr, und da scheinen sie wieder hinzukommen, die sehr diszipliniert spielt, die sehr zweikampfstark ist, die ja einen ganz klaren Plan hat, wie sie Spiele angeht. Keine Mannschaft, die jetzt, ich sage jetzt mal, da vorne, ich sage mal, ähnlich wie Rostock zum Beispiel, eben nicht das spielerische Element hat, sondern wirklich eine Mannschaft, die fightet, die kämpft, die um jeden Meter, ja gerade auch zu Hause, ja, arbeitet. Und das zeichnet sie auch aus. Das war auch im letzten Jahr ganz klar zu sehen. Ja, man darf nicht vergessen, ich glaube, es war die beste Rückrundenmannschaft mit 42 Punkten. Ich glaube, das spricht für sich und da scheinen sie jetzt wieder hinzukommen. Wir haben eine sehr erfahrene Mannschaft, eine Mannschaft, die ja mit vielen abgezockten Spielern, um es mal so auszudrücken, ja, mit Toni Wachsmuth, der glaube ich hier nicht glaube, sondern sehr bekannt ist, mit Ronny König, einer der besten Stürmer der Liga, mit Koch, der immer weiß, ich sag mal, wie so ein Spiel funktioniert, auch gerade wenn es schlecht läuft. Und das zeigt die Mannschaft im Moment und da liegt auch die Gefahr drin für uns. Aber nichtsdestotrotz wollen wir da hinfahren, wollen gucken, dass wir genauso positiv die Ergebnisse wie bisher einfahren. Das heißt, wir möchten da natürlich die 3 Punkte holen. Personell sieht es im Moment so aus, dass Ben Zulinski und Massi Vassé ausfallen werden. Bei Ben Zulinski sieht es schon besser aus als erwartet, das muss man sagen. Aber da würde ich am Wochenende, Fakt jetzt, erstmal darauf verzichten, um dann eben halt auch die Saison weiter vernünftig fortführen zu können. Ja, Tommy Bertels ist gesperrt, auch da werden wir gucken, was wir verändern. Ja, und sonst sind, glaube ich, alle an Bord und heiß auf die Aufgabe. Ja, Steffen, vielen Dank. Kommen wir zu Ihren, zu euren Fragen. Ich sehe schon Elmar Neumann, Westfalenblatt, bitteschön. Ja, Herr Bongert, gerade Massi Wassai war ja bisher ein ganz wichtiger Spieler mit, ich glaube, 4 Toren und 3 Vorlagen. Wie gedenken Sie, ihn zu ersetzen? Mit einem anderen guten Spieler, mit Marlon Ritter, der, glaube ich, ähnliche Qualitäten hat, etwas anders von seiner Art ist, Fußball zu spielen, etwas offensiver diese ganze Sache interpretiert, aber Marlon wird da die Aufgabe von Massi übernehmen und da bin ich frohen Mutes. Jetzt hätten Sie die Frage ja auch ein bisschen schwammiger beantworten können, haben aber direkt gesagt, wer für Massi spielen soll. Ja, es gibt Trainer, die machen das anders. Warum handhaben Sie solche Personalfragen so? Ja, weil ich immer für Klarheit bin. Und ich glaube nicht, dass es entscheidend ist, ob Thorsten jetzt weiß, mit wem ich auflaufe oder nicht. Wir haben einen Plan, Thorsten hat einen Plan. Ja, genauso gibt es andere Veränderungen, die wir haben. Da bin ich mir aber noch nicht hundertprozentig sicher. Aber bei den Sachen, wo ich mir sicher bin, habe ich kein Problem, die mich auch zu kommunizieren, weil ich glaube nicht, dass, ich sag mal, wenn ich jetzt Thorsten wäre, und Thorsten beschäftigt sich ja mit dem Job auch, ich gehe mal davon aus, wenn Massi ausfällt, dass er ganz klar davon ausgeht, dass Marlon Ritter spielt, weil er es dann auch nicht nur eine Alternative ist, sondern auch gerade auch in den letzten 30 Minuten gegen Rostock ganz klar gezeigt hat, dass es ein Spieler, und das weiß Marlon, ist dann eben nicht der 12. Spieler, sondern Marlon könnte genauso spielen wie andere auch. Und das zeichnet unseren Kader ja, glaube ich, im Gegensatz zu vielen anderen aus, dass wir dann wirklich eben nicht nur 11 haben, sondern wirklich 15 und 16 auch noch jederzeit ins Spiel bringen können. Ich nehme jetzt mal Sebastian Wimmer als Beispiel, mit dem wir dann auch, ich sag mal, unseren Kapitän ersetzt haben und dann halt auch keinen Leistungsabfall hatten. Und das zeichnet, glaube ich, die Mannschaft aus und von der Warte kann man da auch mit sehr offen umgehen. Ja, Frank Beinecke, Neue Westfälische, habe ich noch gesehen. Bitte. Ja, was dann die Position von Ben Zulinski, Thomas Bertels betrifft, da haben Sie sich jetzt noch nicht konkret entschieden. Und wenn
nicht, welche Optionen gibt es da oder welche präferieren Sie? Da ist es ein bisschen anders, weil da geht es dann wirklich um Matthias Stingel, ob der zum Einsatz kommen würde auf der rechten Seite oder ob wir auf der linken Seite mit Collins beginnen und dann Jimmy auf die rechte Seite bringen. Also da ist dann wirklich auch noch, da sind wir noch in der Findungsphase, um es mal so zu sagen. Ich kann auch ganz klar sagen, dass ich am Anfang der Woche, gerade auch weil Sven Michel ein bisschen mit einer Erkältung zu tun hatte, weil wir dann schon relativ offen sind, ob ich mit einem Stürmer spiele, also im 4-1-4-1, ähnlich wie wir es in Magdeburg gemacht haben, ich mich dann aber auch, und das kann ich auch jetzt schon sagen, also mit beiden Stürmern, mit Michel und Srebeni anfangen werde, sofern sie mir heute ein Signal geben, dass sie gesund werden, das wäre das Einzige, was noch dazwischen kommt. Gerade auch, um ganz klar zu zeigen, dass wir nach vorne spielen wollen und auch das Spiel so angehen wollen, dass wir gewinnen wollen. Das wollen wir so oder so, auch mit einem Stürmer, aber dann auch eben klar auch die Richtung vorgeben damit. Gibt es noch Fragen zum Spiel am Sonntag? Da sehe ich nicht, dann noch einen kleinen Ausblick auf das nächste Spiel, was uns dann zwei Tage später schon wieder erwartet, den Westfalenpokal bei Viktoria Riedberg. Wir haben aktuell, oder für das Spiel sind aktuell 600 Karten bereits verkauft. Der Hinweis, der aus unserer Sicht interessant und wichtig ist, hier bei uns in der Bentel Arena im SCP 07 Shop gibt es die Karten noch bis zum Samstag um 13 Uhr. Das soweit von unserer Seite. Dann noch einen angenehmen Arbeitstag und für den einen oder anderen auch ein langes Wochenende. Dankeschön.